Nimmt ja gerade erst so richtig Fahrt auf. Also es hat schon mal über 30 Grad und wir sind gerade erst in die Sonne gewandert, also aus dem Schatten heraus. Das heißt, die Sonne hat noch einiges in petto und hier im Volksgarten in Wien, da laufen sich natürlich hier die Sprenkleranlagen auch schon heiß. Denn diese schönen Blumen und Pflanzen, die wollen natürlich bewässert werden. An diesem Donnerstag wird also der heißeste Tag des Jahres vorläufig, also der vorläufige Höhepunkt dieser Hitzeperiode. Bis zu 40 Grad könnten es werden. Am gestrigen Mittwoch, da gab es schon einen Rekord in Bad Deutsch-Altenburg. Da wurden nämlich 36,1 Grad gemessen. Und eben heute wird es noch heißer. Hitzefrei haben auch schon einige, bereits gestern, nämlich die Fiakerpferde. Und heute natürlich auch wieder gibt es oder können sie im Stall bleiben und diese Hitze entgehen, nämlich im Schatten. Wir versuchen das nachher auch. Ja, ganz besonders heiß wird es natürlich hier im Osten, das heißt in Niederösterreich, im Burgenland und in Wien. Da könnte eben heute der Rekord aufgestellt werden. Sicher ist auf jeden Fall für alle diejenigen, die eben draußen arbeiten müssen oder draußen sein müssen, die sollten sich definitiv vor der Sonne schützen. Auch wir werden das dann schnell wieder tun. Auf jeden Fall eine Kopfbedeckung zum Beispiel tragen, viel trinken, denn man verliert auch viel Wasser durch das Schwitzen und vor allen Dingen nicht allzu heftig essen, sondern immer wieder kleine Erfrischungen oder mal ein Eis auf jeden Fall. Es wird also der heißeste Tag und wir sind schon ganz gespannt, welchen Rekord wir denn eigentlich heute knacken werden. Und ich werde dann demnächst vielleicht einfach mal rübergehen zur Sprinkleranlage.